Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Heute mit dem Unboxing zur zweiten Auslieferung von Burncycle. Was heißt zweite Auslieferung? Zu Burncycle gab es ja bereits eine Kampagne mit dem Basisspiel und mit diversen Erweiterungen. Und dann wurde letztes Jahr eine weitere Gamefound-Kampagne gestartet, wo man nochmal sich das komplette Basisspiel mit den ganzen Erweiterungen holen konnte und noch zusätzliche Erweiterungen. Ich hatte ja den glücklichen Umstand gehabt, dass Chiptune Games mir ein Basisspiel von Burncycle als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat und ich habe ja auch bereits eine Playthrough dazu gemacht. Wer das verpasst hat, hier oben rechts über den Infobutton könnt ihr euch diese Playthrough anschauen und dann bekommt ihr auch ein Gefühl darüber, was Burncycle ist und wie es gespielt wird. Bereits beim Unboxing zu Burncycle und auch beim Playthrough ist mir dann aufgefallen, dass Burncycle doch ein richtig cooles Spiel ist und dass ich gern mehr davon haben möchte und deswegen bin ich bei der zweiten Kampagne dann so weit eingestiegen, dass ich mir sämtliche noch offenen Erweiterungen geholt habe, mit Ausnahme der Brassmack-Miniaturen, die ihr hier aber im Bild seht. Warum diese Brassmack-Miniatures jetzt hier bei mir liegen und was aus meiner Aussage geworden ist beim Unboxing, dass man sie eigentlich nicht benötigt, dazu komme ich etwas später zu sprechen. Ich werde erstmal die ganzen Erweiterungen öffnen. Es sind tatsächlich nur Erweiterungen. Es wird also jetzt hier keine Game-Vorstellung werden, sondern tatsächlich schauen wir uns nur die Inhalte der einzelnen Boxen an. Wen das interessiert, wer vielleicht damit noch liebäugelt, das ein oder andere zu bestellen, der wird jetzt auf alle Fälle erfahren, was ihr in den Boxen vorfindet. Und dann würde ich ganz einfach mal anfangen. Und zwar hier mit der größeren, mit der Biofind Expansion. Ich glaube, das war noch aus dem ersten Print, denn diese Erweiterung ist, glaube ich, aus dem zweiten. Das heißt, wir werden uns erstmal das angucken, dann werden wir uns die kleinen angucken. Dann dieses und parallel werde ich, wie gesagt, nochmal auf die Brassmack Miniatures zu sprechen kommen. Erste größere Erweiterung, die Biodefend Expansion. Wenn wir auf die Rückseite schauen, sehen wir eigentlich schon, was drin ist und warum diese Box auch so ein Format hat, denn wir werden hier ein neues Unternehmen drin finden mit einem eigenständigen Bedrohungstrack, aber gegebenenfalls noch viele andere Sachen. Deswegen öffnen wir jetzt einfach mal die Folie und dann werfen wir mal einen kurzen Blick hier hinein, was hier alles Schickes drin ist und die Folie kann weg. Oha, hier gibt es auf alle Fälle mehr als nur ein neues Unternehmen. Ich habe mich tatsächlich mit den Inhalten noch nicht auseinandergesetzt, kann euch also nicht sagen, wie die ein oder andere Komponente zum Tragen kommt. Zum Beispiel jetzt hier diese Würfel, die sind auf alle Fälle komplett neu, denke ich jetzt mal. Ja, keine Ahnung, wie die zum Tragen kommen. Wird wahrscheinlich uns das Unternehmen dann sagen. Wir haben auch neue Captains. Ich öffne das mal. Mehr Captains bedeutet natürlich auch wieder mehr Variabilität, weil ihr immer ja alles miteinander austauschen, kombinieren könnt. Und da haben wir einen neuen Captain, noch einen, okay. Ach, hier haben wir keine neuen Captains, hier haben wir die einzelnen Missionen, also die Operationen. Oh, eine ganze Menge, die mit diesem Unternehmen namens Biodefend dann zu tun haben. Oh, gucken wir mal ganz schnell durch. Cool. Ich will auf alle Fälle noch mal was zu Burncycle machen. Lasst es mich einfach mal in den Kommentaren wissen, ob ihr da vielleicht ein spezielles Unternehmen bevorzugt, vielleicht eins der neuen oder ich sollte es wieder zufällig machen. Aber ich habe auf alle Fälle noch mal Bock, Burncycle auch vor der Kamera zu spielen. Was haben wir noch? Wir haben neue Raumteile. Oh, ich hole es mal raus. Einmal so ein kleineres. Okay. Da gibt es so ein Kistensymbol. Okay. Und ich glaube, diese Form hatten wir noch nicht gehabt. Okay, also wird ein Teil des Unternehmens sein. Natürlich die meisten Matten, die wir schon im Basisspiel haben, werden natürlich auch hier mitverwendet. Dann, ach, ich öffne, hol mal alles raus hier. Ich öffne mal die ganzen Sachen, die jetzt hier in Folie sind. Dann gehen wir mal ganz schnell durch, was alles so drin ist. Ja. Das Unternehmen will nicht raus. Okay, hol ich es mal so raus. Und da hat es noch Widerstand geleistet, aber jetzt habe ich es aus der Folie geholt. Das entsprechende Unternehmen mit dem Bedrohungstrack. Einmal hier in der Standard-Variante und einmal in der vereinfachten Version. Aber ich denke mal, wenn man mit dem Spiel irgendwann vertraut ist, dann wird man meistens die Standardseite verwenden. Okay, was haben wir hier noch?
Drei Chips waren dabei. Einmal der CEO, der kommt da dann wieder in die Matte für den Burn Cycle hinein. Und dann haben wir ja die beiden neuen Captain. Auch diese werden mit Chips repräsentiert. Zu diesen Sachen gibt es noch jede Menge Kleinmaterial in Form von Equipment-Karten, die jetzt unsere Bots finden können, einsetzen können. Wie gesagt, kann man dann alles miteinander mixen, wenn man möchte. Dann haben wir hier neue Mods, die verwendet werden können. Und zu guter Letzt gibt es auch noch die Abrative Cards, also diese Zwangsgeschichten, die man hier und da bekommt, wenn man mit einem Szenario oder einer Ebene anfängt. Und auch hier gibt es mehr Variabilität. Okay, also ein komplettes Unternehmen mit zwei neuen Captains, neues Material, zwei neuen Raumteilen und jede Menge Missionen. Machen wir weiter mit der nächsten kleinen Erweiterung aus dem ersten Print. Das ist die Specialist Expansion. Ich glaube, es handelt sich hierbei um Agenten, mit denen wir spielen können. Also noch mehr Variabilität, was jetzt auch noch die Auswahl der entsprechenden Bots angeht. Aber schauen wir mal rein. Box ist, wie ihr seht, nicht sehr groß. Aber auf den Inhalt kommt es an. Wenn sich die Box mal öffnen lässt, ja, wenn die so eng sind, würde ich mir wünschen, dass man hier irgendwo einen kleinen Bereich hat, wo man das besser öffnen kann. Aber das sieht schon mal sehr cool aus. Wir haben hier vier Chips, was gegebenenfalls die neuen Agenten sein können. Wir haben hier Firewall. Dann haben wir Subroutine und jeweils immer der Awareness-Chip dazu, also wenn ihr entdeckt werdet. Was haben wir hier? Servo, auch mit Awareness-Chip. Und zu guter Letzt haben wir Gyro. Okay, also 8 Chips sind hier drin für die einzelnen Agenten, beziehungsweise das Command-Modul könnt ihr auch gegebenenfalls verwenden. Und dann haben wir hier etwas, was ich wieder nicht hier raus will. Oh, die Boxen sind auch wirklich eng. Aber wie nicht anders zu erwarten war, hier haben wir die entsprechenden Tableaus für die Bots. Einmal als Agent, einmal als Command-Modul. Alle 4 Stück. Da hat man auf alle Fälle wieder die Qual der Wahl. Im Basisspiel waren ja schon so viele Bots drin, welche man da verwenden soll. Cool. Eine ganze Menge in so einer kleinen Box. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den kleinen Boxen. Da haben wir nämlich die Renegade Expansion und hier habe ich zusätzliche Karten, die hier draufgeklebt sind, erhalten. Ich würde sagen, das öffne ich mal zuerst. Und hier befindet sich Equipment drin. Verschiedene Sachen sind auch doppelt. Sourcewell. Spiderbot 0.5, vielleicht von Tink, keine Ahnung. Okay, also ein klein wenig Equipment. Warum er das jetzt hier so extra gemacht hat, ich kann mich gar nicht mehr an die Kampagne erinnern, ob es vielleicht ein Addon war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dann, ich glaube, das sind hier Player Aids, um nochmal alles auf einen Blick zu haben, um nicht immer alles im Regelwerk nachlesen zu müssen, weil das Regelwerk ist ja auch besonders strukturiert, weil es so einen Spielaufbau simuliert und dann quasi auch ein Spiel. Und so hat man nochmal alles auf einen Blick. Was das Game Setup angeht, quasi zwei Seiten, dann hier wie ein Spielerzug funktioniert, auf beiden Seiten. Alles schön in einer Überblick, dann nochmal die Referenz von den ganzen Symbolen, was es da so gibt. Und der kooperative Zug wird auch nochmal extra beschrieben. Und Burn Cycle, How to. Ja, da gibt es nochmal ein paar Schlüsselwörter bzw. ein paar sonstige Sachen, die man hier immer schnell nachlesen kann, ohne in der Anleitung immer suchen zu müssen, was tatsächlich bei der Struktur der Anleitung manchmal etwas schwierig ist. Na, kommen wir zur Renegade Expansion. Oh, das klappert schon. Also hier sind Chips drin, aber wahrscheinlich diesmal nicht so schön festgehalten wie in der anderen kleinen Box. Poltern ein bisschen hin und her. Keine Ahnung, ob man das auch alles dann in die Box zum Basisspiel hineinbekommt. Werde ich dann auf alle Fälle ausprobieren. Boah, ich habe wirklich zu tun, diese Boxen zu öffnen, wo vor allem keine großen Fingernägel hat. Okay. Oh, hier sind einige Chips drin. Okay. Was haben wir hier? Wir haben Packet. Dann haben wir hier einen Avianis-Chip von Torrent. Dragon's Breath.
eher nach Fantasy. Rocket Fist. Oh, okay. Lithium. Dann wieder Awareness Chip für Kathode. Dann der Bot dazu. Vermutlich mal. Oh, wieder neue Würfel gibt es. Wieder eine neue Mechanik, die eventuell eine Rolle spielt. Zu Lithium, der Awareness Chip. Und dann haben wir Hyperdisk. Packet. Gibt es. Ah, das ist der Awareness Chip. Okay, das passt auch. Und dann haben wir hier Torrent. Aber warum der hier drei zusätzliche Chips hat? Oh, kriegt auch eine spezielle Mechanik. Schon wieder interessant für den nächsten Playthrough vielleicht zu verwenden, um sowas Besonderes mal herauszukristallisieren. Und kriege ich diesmal leichter raus? Nein, natürlich nicht. Schauen wir uns die Sachen kurz an, nachdem ich sie aus der Box gelöst habe. Haben wir einmal hier Grifter, Kathode, wieder als Bot und als Command-Modul. Oh, Packet. Okay, sieht lustig aus. Dieser kleine Geselle. Lithium. Und Threat. Sieht wirklich aus wie so ein Drache. Bestimmt sehr spannend. Okay, aber vier Agenten. Mehr in Anführungszeichen ist nicht drin, aber wie gesagt, wieder ganz viele Variabilitäten. Jedes Command-Modul, jeder Bot spielt sich wieder komplett anders. Ich habe noch zwei Boxen, noch eine kleinere. Fangen wir mit der zuerst an. Die Robophobia Expansion. Aufgrund des Formates vermute ich ja mal wieder weitere Agenten. Ja, war dann recht viel. Ich glaube, so schafft man gar nicht zu spielen. Den ganzen Agenten. Oder man spielt tatsächlich mal mit vier Agenten auf einmal. Dass man mehr Variabilität hat. Ach, meine Güte. Ich kriege es einfach nicht auf. Da fehlt wirklich mal was zum Reingreifen. Hier, da hat man sich nicht ordentlich Gedanken gemacht. Die Boxen sind wirklich sehr, sehr stabil. Ne? Aber hier so eine kleine Aussparung wäre schön gewesen, dass man das Ganze hätte besser lösen können. Was haben wir alles wieder? Spezialwürfel. Legen wir zur Seite. Wir haben Chips. Oh, wir haben wieder Equipment. Und nicht nur Equipment, sondern auch Mods. Und auch die Imperative Cards. Also ein bisschen mehr Variabilität kann man wieder den Decks hinzufügen, alles schön mischen und wer weiß, was man zieht. Beziehungsweise die Würfel werden sich ja auch teilweise auf das ein oder andere Equipment beziehen. Und dann haben wir neue Netzwerkkarten. Cool. Und nicht nur Netzwerk, ihr habt es gerade gesehen, es sind auch Terminal-Cards dabei. Vier Stück von jeder Sorte. Bringt wieder ein bisschen mehr Varianz ins Spiel. Wenn man halt mehr von diesen Karten hat. Alles schön zusammenmischen, dann hat man ein riesen Spielerlebnis. Und dann haben wir hier Chips, drei Stück. Wir haben Nano mit Awareness Chip. Und wir haben ja wahrscheinlich einen neuen Captain oder einen neuen Gegner. Ja, ich hol's mal raus. Und es ist ein neuer Bot, beziehungsweise als Command-Modul einsetzbar, dann der neue Captain und wir bekommen neue Missionen. Bin gerade am Überlegen, ob es das Unternehmen schon gibt. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ansonsten macht es ja keinen Sinn. Okay. Das sind extra Missionsregeln, die man dafür verwenden kann. Okay, das werde ich mir mal in Ruhe anschauen, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht ist es ja eine Art, wie man Burnt Cycle auch anders spielen kann. Aber bereits der erste Satz, der sagt es ja eigentlich schon. Man kann halt die Missionen spielen, die jetzt hier drin sind, auf jeden Flur von jeder Kooperation. Und dadurch kann man das Ganze halt noch öfter spielen. Es gibt also noch mehr Varianten. Ich denke mal, dieses kleine Add-on, also dieses hat ganz viel Content, weil hier ist von allem was drin. Kleine Karten, große Karten, ein neuer Bot, mit dem man spielen kann, ein neuer Captain ist dabei, nur kein neues Unternehmen, aber dafür eine andere Varianz, die quasi eure anderen Unternehmen noch mehr bereichert. Also wer da sich überlegt, was er sich als nächstes holen soll, ich denke mal, das ist eine gute Investition. Okay, eine größere Erweiterung habe ich noch. Aufgrund des Formats vermute ich mal wieder ein neues Unternehmen. Aber werfen wir einen Blick hinein.
Die App Wall Expansion. Okay, dann schauen wir mal. Ja, ist auf alle Fälle wieder ein neues Unternehmen dabei. Somit noch mehr Varianz. Ich glaube, mehr braucht es dann auch wirklich nicht mehr. Also ich glaube auch nicht, dass Chiptuber Games da nochmal irgendetwas macht zu Burns Hage. Weil ich glaube, hier ist so viel Content drin. Das schafft man im Leben nicht durchzuspielen. Aber wenigstens löst sich jetzt hier der Deckel ein klein wenig besser. Okay, oh, hier ist auch ganz viel drin. Hier haben wir vor allen Dingen auch neue Gegnertypen. Okay, schauen wir uns das mal zuerst an, was wir hier an Chips haben. Okay, also wir haben Bots Stufe 2, Stufe 3, Stufe 1. Oh, das war das Ganze. Phalanx. Captain. Phalanx. Captain. Nochmal Phalanx, nochmal Phalanx. Und das wird der neue CEO sein. Bei den neuen Bots, werfen wir mal einen kurzen Blick drauf, was wir hier haben. Das sind zwei die gleichen. Einmal Sentry. Die haben etwas mit diesen Chips zu tun, okay. Dann hier auch. Moderator. Und dann haben wir noch Bugabu. Okay. Mal sehen, ob wir irgendwo Regeln dazu finden. Würde ich auf alle Fälle dann in meinen neuen Playthrough mitverwenden, damit man auch weiß, was ist. Okay, was geht? Do not open until instructed. Okay, wieder was Geheimes. Dann lassen wir es auch zu. Bin ich ja noch mehr gespannt, irgendwas damit zu spielen, um auch herauszufinden, was es ist. Ja, vom Format her könnte es ja ein Bot sein. Könnte es ja ein neuer Captain sein. Vielleicht kann man irgendjemanden befreien. Keine Ahnung, oder wäre ein Chip mit dabei. Ist doch nicht der Fall. Okay, schauen wir mal hier rein. Und da haben wir einen neuen Captain. Ja, haben wir die Chips ja hier auch. Von den beiden neuen. Schon also zwei zu sein. Leer, okay. Dann das Unternehmen, App War. So heißt es also. Oh, eine ganze Menge an Missionen. Cool. Wie gesagt, das kann man irgendwie in Kombination gar nicht alles schaffen zu spielen. Es sei denn, man hat so einen Narren an dem Spiel gefressen, dass man wochenlang nichts anderes spielt. Dann wahrscheinlich zu neuen Equipment. Gibt es auch neue Würfel? So. Schauen wir mal rein. Und da haben wir neue Mods. Ein Spiegel, ein Solar-Siphon, Very Nice Helmet, Portable Drill, Destiny Link. Also die Equipments dazu. Also mal 5 Sachen als Erweiterung. Dann gibt es neue Flurteile. Ein ganz kleines. Scheint eine Art Fahrstuhl zu sein. Und dann haben wir einen sehr schmalen Gang. Ein bisschen aus wie eine Serverfarm. Okay. Und ein etwas größeres Teil mit ganz vielen Terminals. Aber auch ganz vielen Spawnpunkten. Von den Wächtern. Oh, dann haben wir ein neues Flurplanbuch. Also wie das Ganze auch aufgebaut wird. Gar nicht bewusst, ob bei Biodefend auch so eins dabei war, um die Missionen aufzubauen. Vielleicht noch mal gucken, ob ich das irgendwo übersehen habe. Aber es gibt halt hier 3 Missionen drin. Und ich glaube, ich lasse das jetzt einfach hier drin. Ich arbeite mich jetzt hier nicht hinein. Ihr wisst, was es ist. Das ist der Bedrohungszweck. Gibt es einmal wieder als Normalform oder vereinfacht auf der anderen Seite. In der Biodefend-Box habe ich jetzt keinen Flurplan entdeckt. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass im Basisspiel das schon hinten drin war. Im Buch, so, wenn man quasi das Basisspiel sich geholt hat mit der ersten Print-Session von dieser Erweiterung, da war es halt mit dabei. Und jetzt hier ist es halt nicht nochmal drin. Man braucht ja eh das Basisspiel, wo der Flurplan drin ist. Okay, liebe Freunde, das waren sämtliche Content-Erweiterungen zu Burnsage. Wie erwähnt, das ist eine wahnsinnige Hülle und Fülle. Da kann man sich gar nicht entscheiden, was man zuerst spielen soll, welches Unternehmen, welcher Captain, welche Bots. Am besten macht's zufällig, weil ich denke mal, die Präferenz ist bei jedem irgendwo gegeben. Zumal man jeden Bot ja auch erstmal kennenlernen muss. Gleiches gilt auch für die Unternehmen und ihre Bedrohung.
Okay, jetzt habe ich natürlich anfänglich gesagt gehabt, ich habe jetzt auch noch die Brass Mag Miniatures. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Was ihr hier seht, ist die Box zu Burnsiegel Brass Mag Miniatures Volume 2. Hier sind magnetische Miniaturen drin, welche mit dem neuen Content zu Burnsiegel korrespondieren. Ich hatte ja damals im Unboxing gesagt gehabt, man braucht diese Mag Miniaturen nicht. Ich spiele ohne, weil ich mag dieses Chip-Spiel. Ich brauche da das nicht extra. Und man braucht es tatsächlich nicht. Also das ist wirklich nur ein kosmetisches Gimmick. Allerdings, als erstens muss ich meinen Dank Richtung eines meiner Zuschauer senden, und zwar Martin. Martin hat mir über die Weihnachtsfeiertage dieses Exemplar zur Verfügung gestellt, beziehungsweise einfach so geschenkt, dass ich es in meinen Spielsessions mitverwenden kann. Dafür ein herzliches Dankeschön. Zum anderen, das will ich auch noch erwähnen, ich habe auch noch von meinem treuen Zuschauer Plüschi ein Weihnachtsgeschenk bekommen, auch in Form eines Spieles, aber da komme ich etwas später drauf zu sprechen, was das für ein Spiel ist, aber schon mal jetzt als Ausblick. Da ich ja nun diese Volume 2 habe und da ich jemand bin, der, wenn er einen Teil von etwas bekommt, auch den Rest haben möchte, hat Ship Hero Games ein Geschäft bekommen, denn ich habe mir dann auch noch Volume 1 von diesen Brass Mag Miniatures dazu geordert, dass ich jetzt quasi für alle diese Miniaturen habe. Warum mache ich das? Wie erwähnt, wenn ich schon eine Hälfte habe, dann will ich die andere Hälfte auch, aber obwohl ich es gar nicht brauche. Aber bei Burnsiegel ist mir eins eklatant aufgefallen. Das ist halt anders als bei Cloudspire, das ist anders als bei Too Many Bones und das wird es wahrscheinlich auch anders sein als bei The Elder Scrolls. Burnsiegel ist, was die Chips angeht, ein sehr flaches Spiel. Hier wird kaum etwas gestackt. Also höchstens mal einen Schlüssel, den ihr drunter habt oder gegebenenfalls mal einen Companion, was Memory angeht oder der Awareness Chip. Mehr ist dann aber auch tatsächlich nicht. Somit verliert dieses Spiel ein klein wenig an Tischpräsenz, was die Tiefe angeht. Die Miniaturen kristallisieren das natürlich erheblich wieder raus, weil das sieht dann einfach schick aus, wenn die Miniaturen dann durch das Unternehmen, durch die Flure wandern und nicht mehr banal nur die Chips. Und aus diesem Grund habe ich mich gesagt, dann dazu jetzt doch durchgerungen, das zweite Set mit dazu zu holen, um meine künftigen Burnsiegel-Partien auch mit diesen Miniaturen zu spielen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie diese aussehen und wie das mit den Magneten funktioniert. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Bei Too Many Bones gibt es das jetzt auch ganz neu, dass man sich da die ganzen Gearlocks als Brass Mags holen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei mir überhaupt funktionieren würde, weil ich bei Too Many Bones noch die erste Print-Version habe und ich glaube, die haben da keinen Metallkern in den Chips drin. Sollte das jemand mal ausprobiert haben hinsichtlich der Brass Mags und der ersten Print-Version, ob das funktioniert, würde mich interessieren, beziehungsweise ich kann ja mir nachher mal einen Chip holen und einfach mal so einen Roboter drauf platzieren, ob das funktioniert. Das ist eine sehr gute Idee, werde ich dann gleich mal ausprobieren. So, liebe Freunde, das nenne ich mal Miniaturen. Oh, wow. Das sieht sehr eindrucksvoll aus. Oh. Ich würde am liebsten Gleichspürnseige anfangen zu spielen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe momentan so viel, was bei mir ankommt, was ich euch alles gern zeigen möchte. Das muss noch ein klein wenig warten. Okay, wen holen wir denn mal? Ich habe gerade hier Packet. Und ich glaube, das ist Packet. Ja, steht sogar drauf. Ist sogar alles schön beschriftet. Ich glaube nicht, dass hier was wegbricht. Das ist ja alles Metall. Das ist auch sehr, sehr schwer. Wow. Cool. Und jetzt bin ich gespannt. Und. Wow. Cool. So kann man natürlich auch die Richtung angeben. Bei den Agenten ist das ja vollkommen egal. Die Frage ist natürlich, sind ja auch die anderen Sachen dabei, also die Captains beziehungsweise auch die Bots. Doch die normalen Wächter scheinen hier nicht mit dabei zu sein. Also hier von Bukabu finde ich nirgendwo etwas. Aber die Captains, die sind dabei. Was haben wir hier? Wir haben Lea. Lea haben wir hier. Wow. Wirklich cool, das Ganze. Wirklich, wirklich nice. Also für die Tischpräsenz, schwupps,
Auf alle Fälle cool. Hier hat man auch ein bisschen auch die Richtung. Kann man quasi sich ja den dann so darstellen lassen, wie man es gerade braucht, dass man weiß, in welche Richtung schaut das. Wäre natürlich cool gewesen, wenn jetzt zu den Miniaturen auch für diese alle mit dabei was gewesen wäre. Aber ich denke mal, das wäre dann einfach zu viel geworden. So, aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe mir mal aus meinem Basisspiel Boomer geholt, aus dem ersten Print. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze magnetisch ist. Doch, haben sie auch. Also man könnte sich rein theoretisch auch für Too Many Bones diese Brass Max holen. Wobei, wie gesagt, da ist für mich das Dreidimensionale mit den ganzen Chips viel präsenter und da brauche ich diese Miniaturen nicht wirklich. Also bitte jetzt nicht mir unbedingt diese Sachen zuschicken. Ich nehme sie natürlich dankend an, aber ich brauche es tatsächlich nicht, weil bei Too Many Bones reicht mir das so. Aber hier, das sieht schon schick aus. Also da gibt's nichts zu meckern. Hat auch ein kleines Wash drauf, sodass auch die Texturen gut erkennbar sind. Und ach, ich hole uns jetzt mal alle raus. Ich will auch nicht das Rondell jetzt rausholen, weil ich glaube, so gut kann man das gar nicht darstellen. Ich werde jetzt alle Miniaturen mal ganz kurz rausholen, in die Kamera halten. Wer das jetzt nicht sehen möchte, mehr kommt dann auch tatsächlich nicht. Nur noch mal der Aufruf an euch, falls ihr was von Burnside gesehen wollt, irgendeine Präferenz habt, dann einfach rein damit in die Kommentare. Dann würde ich entsprechend etwas vorbereiten. Oh, das ist richtig schwer. Geht als Briefbeschwerer durch. Cool. Sehr, sehr eindrucksvoll. Das steht so nicht. Gucken wir mal. Mit Boomer als Halter. Ja, dann funktioniert's. Super. Okay, wen haben wir noch? Red. Das war dieser Drache. Dann zück. Okay. Ei, Boss. Sagt mir jetzt gar nichts. Ja, ein Ei ist es auf alle Fälle, aber Ei eher als I geschrieben. Brigade. Das war ein Captain. Wow. Sehr, sehr cool. Wenn es interessiert, was das Ganze kostet, also so ein Pack kostet 75 Euro. Das ist nicht wenig, tatsächlich, dafür, dass es nur reine Kosmetik ist. Aber es ist coole Kosmetik, muss man tatsächlich mal so sagen. Also es ist halt tatsächlich nicht nur irgendwie Plastik. Auch hier mussten Mords garantiert hergestellt werden. Und dann hat man das quasi dann mit dem Metall eingegossen. Musste also die Mords auch ein anderes Material haben. Ein Metall wahrscheinlich, was dann nicht so schnell sich verflüssigt, wenn es heiß wird. Und zu guter Letzt. Den noch, obwohl hier hinten ist noch ein Speer drin. Wer kriegt den denn? Also den muss ich irgendwo noch anlegen. Wird wahrscheinlich schon auf dem Chip zu sehen sein, wer das dann sein wird, wer den Speer trägt. Oh, die Miniaturen, die haften auch gut miteinander. Klar, es sind halt Magneten. Wer sich in Physik ein bisschen auskennt, der weiß, wie das funktioniert. Okay, liebe Freunde, dann werde ich jetzt auch noch das Pack der Miniaturen aus dem Basisspiel öffnen. Mal sehen, welche Hülle und Fülle da noch drin enthalten ist. Gut, dann schauen wir uns auch noch die Miniaturen aus dem Basisspiel an. Dran entsinne, es waren ganz viele Agenten, ganz viele Captains, somit sollten es wieder ganz viele Miniaturen sein. Oh, und das ist auch der Fall. Oh, ich bin einige doppelt und dreifach vertreten. Sieht jedenfalls so aus. Okay, aber das macht Sinn. Ja, jetzt geht das Fragezeichen weg. Hätte ich mal mit der Box aufgehört. Hier, beziehungsweise angefangen, hier sind die Wächter drin. Die sind alle generisch, weil es gibt natürlich ganz viele Wächter, aber ihr könnt auch jeden Wächter jetzt mit so einer Miniatur versehen und dadurch auch die Ausrichtung relativ leicht erkennen auf dem Spielfeld. Das ist ja der einzige Kritikpunkt, den ich ein bisschen an dem Spiel habe, dass man halt nicht sofort alles sieht.
wenn man halt so einen Chip hat, muss man immer schauen, in welche Richtung ist er ausgerichtet. Und dann hat man nicht so dieses räumliche Vorstellungsvermögen, was man eigentlich in diesem Spiel auch benötigt, weil man ja durch die Gänge geht, kann man um die Ecke schauen und solche Sachen. Und mit diesen Miniaturen kann man das viel besser darstellen. Oh, gibt es wieder 8 Stück, ich glaube, mehr sind eh nie auf dem Feld, deswegen auf alle Fälle jede Menge da. Und ansonsten die unteren, ich lasse sie jetzt ganz einfach mal drin, mal ein bisschen näher ran, könnt ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen. Jeder Captain, jeder Roboter ist ja irgendwo vertreten, auch wie gesagt, namentlich gleich, dass man immer gut zuordnen kann. Ich hatte gerade Probleme gehabt, das alles ohne die entsprechenden Referenzkarten wieder zurückzupacken, weil ich halt immer nicht mehr wusste, welche Miniatur war, welcher Bot. Ein bisschen nach Gefühl gegangen, wie das hier so eingefasst war. Sie haben aber alle irgendwann reingepasst, aber man nimmt sich ja immer nur die Sachen raus, die man fürs Spiel benötigt, und dann legt man sie dann auch wieder sicher zurück. Eine sehr coole Sache. Aber wie gesagt, es ist ein kosmetisches Add-on, kein Must-Have. Liebe Freunde von Burnsicle, das war das Unboxing der zweiten Printversion mit Ausnahme des Basisspiels, weil ich dies ja bereits habe. Eine ganze Menge Content, die man jetzt hier dazu bekommt. 2 neue Unternehmen, sogar 3, wenn man halt dieses eine spezielle Unternehmen nimmt, wo man keinen extra Flurplan für benötigt, was man quasi überall spielen kann. Dann eine Hülle und Fülle von Captains, neue Bots, mit denen man spielen kann, neue Equipment-Karten, neue Mods, neue Terminal-Karten, Netzwerk-Karten, Imperative-Cards. Ganz viel, was man jetzt noch mehr miteinander kombinieren kann. Und das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels, dass man halt tatsächlich alles miteinander kombinieren kann. Man hat das Unternehmen, kann sich irgendeinen Captain aussuchen, man kann sich irgendeine Mission zu dem Unternehmen aussuchen und dann noch irgendwelche Bots in einer Anzahl, wie ihr gerne möchtet, und dann einfach loslegen. Und dadurch wird natürlich auch jedes Spiel immer wieder anders. Und jeder Bot kann nun auch als Agent oder als Command-Modul, das kennt ihr ja bereits, verwendet werden. Und auch das gibt nochmal diverse Differenzierungen. Also ich glaube nicht, dass es zu Burnsicle noch mehr Content benötigt. Würde mich dann auch tatsächlich dazu hinreißen lassen, nicht mehr zu ordern, weil ich jetzt hier schon eine ganze Menge habe. Aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal zu irgendeinem Spiel, und dann kommt doch wieder was Neues um die Ecke, was wieder interessant klingt, und dann, ja, wird man doch wieder schwach. Okay, liebe Freunde, ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Unboxing einen kleinen Überblick über diese gesamten Erweiterungen zu Burnsicle vermitteln konnte, sodass ihr vielleicht selber entscheiden könnt, ob die ein oder andere Erweiterung noch etwas für euch ist. Shit Hero Games macht ja immer ganz viele Kampagnen von irgendwelchen neuen Spielen gegebenenfalls oder irgendwelchen Erweiterungen. Und oft kann man da auch noch Sachen aus dem Shop mit dazu ordern, um sich zum Beispiel auch die Versandkosten ein klein wenig zu sparen. Dann kann man vielleicht die ein oder andere Sache dann auch mitnehmen, wenn einem diese gefällt. Ich hatte nämlich auch überlegt gehabt, ob ich eventuell noch bei Elder Scrolls quasi diese zusätzlichen Miniaturen mit hineinnehme. Aber dann hätte ich jetzt so lange warten müssen, und ich wollte ja das Unboxing komplett machen. Deswegen habe ich es separat im Shop bestellt und habe den sauren Apfel gebissen und noch zusätzlich die Versandkosten bezahlt. Aber so ist es nun mal, wenn man etwas schnell haben möchte, dann wird es halt etwas teurer. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, so hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal. Euer Geno.